Was machen wir jetzt hier? Um mal davon abzulenken. Ich habe hier, das ist hier auch ein langjähriger Kunde schon von mir. Er hat mir einen Mifa oder Diamant gebracht. Ich schätze mal, das ist ein Mifa gewesen. Also, das hat er sich schön aufgebaut. Er möchte aber eine Vierkantkurbel dran haben. Die alte hier weg, der neue Vierkant drauf. Und das mache ich jetzt. Wir tauschen jetzt von Keilkurbel auf Vierkantkurbel. Also ich beginne, indem ich hier diese Mutter vom Keil löse. Erstmal noch anlösen, ne? So. Noch lasse ich sie drauf. Dann nehme ich mir ein Hämmerchen und hau damit hier oben drauf. Oh, das ging aber leicht. Ich muss ja diese Keilkurbelgarnitur abbauen. Wie baue ich die Keilkurbelgarnitur ab? Das zeige ich euch jetzt hier. Die scheint alt zu sein. Der Keil ist neu. Das sehe ich an der Färbung des Metalls. Es ist so hell, so fast weißlich. Das Problem an dieser Sache ist, das Problem an der Sache ist, dass diese Keile sehr weich sind vom Material her. Mit anderen Worten, sie taugen nichts. Aber sie taugen nicht viel. Achtung, Zehner. Ran, auch hier. Abschrauben. Oh, die BSR kommt. Lösen. Gleiches Spiel. Hämmerchen. Ja, geht auch viel zu leicht. Keilgarnitur abbauen. Leicht gemacht. Bei den meisten braucht man mehr Gewalt. Ihr habt ja gesehen neulich. Ich weiß ja nicht, ob ihr das gesehen habt. Da ist mir die Keilgarnitur, die musste ich abflexen, sogar. Weil man die Keile nicht rausbekommen hat. Da ist ja das hier dagegen, das ist ja ein Paradebeispiel an Leichtigkeit. Also den Keil, wir heben den trotzdem auf, ne? Das ist klar. Jetzt zieht die beiden Keile ab. Ja, die beiden Seiten ab. Ha, also schönes Sit nicht mehr. Ab dafür. Eisen. 14er Eisen. Mal schauen, ob wir das runtergeprügelt bekommen. Ich bin leider. So, ja, ich hab's runtergeprügelt. Da ist es. Da auch ein Schluck Kaffee. Weiter im Text. Jetzt schrauben wir hier ab. Viel zu locker alles. Katastrophe. Wo stelle ich euch hin, damit ihr es seht? Hier war schon cool, wa? Also, nee, da ist nicht cool, weil es die falsche Seite ist. Da sind zwei so Nasen dran. Eine Nase da. Eine Nase da oben. Dann haben wir hier eine tolle Zange. Zwei so Nasen. Die greifen wir hier hin. Hallo? Ja? Wieso nicht? Warte, ich bin leider. Ich hab grad Hände voll, bin leider. Ja.
kann die selber aufpumpen, die Leute. Es ist eine Katastrophe, da kriegt die Krise, ey. Warum kann man nicht selber aufpumpen? So. Als Vater, als Familienperson muss man auch mal wenigstens eine Pumpe bedienen können. Im Uhrzeigersinn aufdrehen. So, wir lösen erstmal an, ich bin gleich wieder da. Na, seid ihr noch da? Hurra! Okay, also im Uhrzeigersinn habe ich gesagt, aufdrehen. Scheibe 1. Scheibe 2 und 3. Vier. Da seht ihr auch, warum man die Plastikscheibe braucht, weil jetzt hier hinten einhakt, ne? Da. Bitte. Zack, zack. Jetzt ziehen wir raus zu einer Seite. Wir nehmen die Lagerschalen hier, voll versandeten Lagerschalen. Guck mal an, der ganze Sand, der ganze Grind hier dran. Oh. Das wird alles richtig sauber gewaschen und dann ist das eigentlich gut. Das alte Fett hier, das muss man natürlich rausnehmen. Das kann man natürlich, wenn man das so drin lässt, ist kein Wunder, dass das nicht funktioniert richtig. Okay, das war der Ausbau. Das war der Ausbau eines Keil-Tretlager-Garnitur. Und jetzt folgt gleich der Einbau im nächsten Video. Wie baue ich hier ein Vierkant-Keillager ein?